Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier vom zweiten Tag der IAA. Heute haben wir nochmal Zeit, uns ein bisschen hier umzuschauen und überall mal zu gucken, was es hier noch so Neues gibt. Wir haben ja bereits vieles gesehen, aber nochmal alles abklappern, nochmal alles auschecken. Nicht, dass man was vergessen hat. Jetzt haben wir direkt aber mal einen Termin, nämlich haben Gran Turismo und Porsche so ein bisschen was zu erzählen. Und das gucken wir uns jetzt etwas genauer an. Es gibt also ein neues Vision Gran Turismo Auto, das dann kommen wird Ende 2020. Außerdem haben wir einen Porsche 917 mit dabei. Schickes Teil, wie ich finde. Und der Taycan, der ist auch dann im Spiel bald verfügbar. Ja, ich freue mich drauf. Und jetzt schauen wir noch mal ein wenig uns weiter um. Ich bin hier gerade gleich bei Mercedes. Cabby auch schon mal direkt gewechselt. Und jetzt gucken wir noch mal hier ein bisschen rum. Hier nochmal beim Formel 1 Mercedes, und was man vielleicht beim ersten Mal nicht gesehen hat, ist, sie haben Niki Laudas roten Stern draufgepackt, den Mercedes ja seitdem trägt. Naja, wegen der roten Kappe von Niki. Insofern finde ich auch ein cooles Detail. Ich habe mit den Leuten von Mercedes gequatscht, habe mir noch ein bisschen was angeschaut, aber ich sollte mir für heute Abend, glaube ich, ein paar Reserven, was die Energie angeht, aufsparen, denn das könnte krass werden. Ich verrate aber noch nicht, was es ist. Wir gucken uns ein bisschen weiter die IAA an, aber das wird krass, glaube ich. Mich hat es wieder in Halle 4 verschlagen. Ich muss sagen, die Halle gefällt mir richtig, richtig gut. Hier wird wie wild aber gerade gesungen. Celebrations, wer auch immer gewonnen hat, ich zelebriere mit. Aber ich lasse mich ja mal nicht irritieren. Wir haben hier viele, viele Klassiker. Auch heute wieder sehen wir einige sehr schöne Autos, den BMW Z8. Gleich zweimal hier. Und es wird weiter gesungen und dementsprechend gehe ich mal hier ein bisschen weiter durch. Ach du Schreck. Und schauen wir doch ein paar schöne Autos an. Habe ich mir zum dritten Mal eine neue Kappe hier auf der IAA geholt. Ich habe eine Porsche-Kappe und eine von Max Verstappen und
noch eine von Max Verstappen. Ja, die orangene dachte ich mir, hey, die hole ich mir einfach mal, weil ich finde das ja eh cool. Und ja, ich konnte mit einem paar Instagram-Postings ja eh schon Ohrwurm bei euch schön verursachen mit Max, 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 Super Max, Max. Damit gehen zwei spannende Tage hier auf der IAA zu Ende. In der Zwischenzeit habe ich mir auch ein Shirt geholt, ein neues Shirt. Das heißt, das ist Anschaffung Nummer 4 auf der IAA. Ja, und ich bin hier gerade abends unterwegs, da wird noch mächtig Party gemacht in der Festhalle. Denn Mercedes hatte mich eingeladen zur Mii Convention. Da erstmal vielen, vielen Dank für. Da wurde die Mii Convention eröffnet von Lewis Hamilton. Und das war ziemlich krass, Lewis Hamilton mal persönlich zu sehen, leider nicht zu treffen. Ich hatte schon den Edding parat gehalten für ein Autogramm auf der Kappe oder so, aber er musste dann quasi sofort weiter und da bin ich überhaupt gar nicht mad, weil das ist halt ein Typ, der hat ein unfassbares Arbeitspensum und da hat er halt nur mal wenig Zeit, auch bei solchen Terminen, dass er dann nochmal irgendwie nach vorne kommt und irgendwelche Unterschriften verteilt und so weiter und so fort. Und dann hätte er den ganzen Abend noch Stress gehabt und dementsprechend gehe ich hier mit einem Lächeln raus. Das war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Das war ein cooles Erlebnis, wie gesagt, auch einen fünffachen Weltmeister aus nächster Nähe zu sehen. Ansonsten hoffe ich, dass die ganzen Impressionen von der Messe euch gut gefallen haben. Wenn euch das Video unterhalten hat, haut doch gerne ein Däumchen nach oben raus. Ansonsten gerne ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr neu hier seid. Und ansonsten am 21. und 22. da bin ich wieder auf der Messe. Da kann man sich hoffentlich nochmal persönlich sehen. Ansonsten gerne in einem weiteren Video oder Stream. Bis dahin, haut rein.